Hallo Leute, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed. So, weiter geht's mit der Quest Die Schuppe des Krokodils. Trifft Keno, die Frau des Informanten. Dann schauen wir doch mal. Sie befindet sich im Hafen. Halt! Bleib stehen! Ich habe jetzt bloß noch schnell die Schnellreisepunkte geholt. Dass ich nicht immer die ganzen Wege mit Pferd absolvieren muss, dass ich halt porten kann. So, schauen wir mal. Keine Sorge, Und da ist sie ich werde nicht schon. zulassen, dass sie diese Küche schließen. Schon was sie zu sagen hat. Ja. Hutterfest schickt mich. Ich bin hier, um zu helfen. Und ich habe die Puppe eurer Tochter. Gut. Ich habe schon auf Nachricht von ihm gewartet. Hab Dank. Komm, wir essen und reden. Okay. Wubbel mich mal weg, Leute. Oh, ich liebe meine neue Puppe, Bayek. Und ich nenne sie Iset. Und sie wird die Beschützerin des ganzen Fayum. Seit Hutefrest diese Aufzeichnungen gestohlen hat, herrscht Chaos im Fayum. Soldaten mit Fackeln patrouillieren jede Nacht. Und diese Armenküche wurde quasi dem Erdboden gleichgemacht. Shadia und mich lassen sie in Ruhe, immerhin. Dafür hat Hotefres gesorgt. Wo sind die Aufzeichnungen? Ich bat unseren treuesten Diener, sie in unserem Haus zu verstecken. Sie können es so oft durchsuchen, wie sie wollen. Sie werden es niemals finden. Kannst du mich hinbringen? Ich wurde zum Leuchtturm gerufen für eine weitere ihrer Routineuntersuchungen. Das könnte gefährlich sein. Die ptolemäischen Behörden arbeiten mit dem Krokodil zusammen. Sie machen das alle paar Tage. Sei unbesorgt. Sie werden niemandem etwas tun, der ein öffentliches Amt bekleidet. Shadia, zeig Bayek den Weg zu unserem Haus. Komm schon, Onkel Bayek. Von diesem Dach aus kannst du mein Haus sehen. Komm einfach mit. Ja, dann los, Kleine. Keine Höhenangst, oder? Ich und Höhenangst, alles klar. Geh vor, meine Kleine. Ich folge dir. Gelernt, so zu klettern. Das macht sicher Spaß. Mir selbst beigebracht. So. Ich komme oft hier hoch. Von hier sieht alles so schön aus. Die Menschen sollten glücklich sein, sind sie aber nicht. Keine Sorge. Deine Mutter und dein Vater kümmern sich um sie. Wo ist euer Haus? Auf dem Hügel dort. Siehst du's? Ja, ein schönes Haus. Und Soldaten. Danke, Shadia. Hole die Aufzeichnung aus. Zu deiner Mutter. Das kann Kinuts Villa. Okay. Mir wird nie etwas Schlimmes passieren. Iset kann kämpfen, weißt du? Sie wird mich beschützen. Muss ich die mal schnappen gleich. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Okay, den hätten wir. Haben wir die Aufzeichnungen? Noch nicht. Kann nicht mehr lange dauern. Verhört den Diener. Entschuldigung. Dieses dumme ägyptische Pack. Chenut ist eine gebrandmarkte Frau. Treue zu ihr bringt ihm nur den Tod. Den auch. Dann schnappen wir uns den hier. Okay. Hier waren noch auch zwei gestanden, oder?
Okay, da hinten sind zwei. Okay, die müssten wir eigentlich kriegen. Mit einem Attentat. Hey! Was? Sie hat die Aufzeichnung. Und ich schicke sie zu ihrer Mutter. Ich muss zu Renut, bevor die Soldaten da sind. Oh, Shadia. Was hast du nur getan, meine Kleine? Mit dem Krokodil darf man nicht spielen. Okay, dann schnell zurück, würde ich sagen. Wo ist Renut? Ist sie hier? Die Soldaten kamen und brachten sie zum Leuchtturm. Die kleine Shadia auch. Renut hat versucht, sie aufzuhalten. Irgendetwas stimmt nicht, oder? So etwas ist noch nie passiert. Berichte Hotefress davon. Schnell! Verflucht nochmal! Renut und Shadia sind im Leuchtturm! Ich muss sofort dahin! Neck! Neck! Rote Herren! Oh. Okay, dann auf zum Leuchtturm. Unsere Heimat ist voller Leben. Dieser Lump. Nur mal, dass ich hier lang komme. Okay, hier kommen wir lang. Was haben wir getan? Götter, was haben wir getan? Ruhig, Bruder. Das Krokodil war es. Nicht du oder ich. Und ganz bestimmt hat es sein. In die Tasse geworfen, oder was? Shadia. Shadia. Der fährt mal über den Haufen hier. Hopp.
Vielleicht können wir sie noch retten. Sieht aber eher nicht so aus. Ja, das arme kleine Mädchen. So, was ist jetzt los? Okay, sie ist tot. Es ist vorbei. Das Krokodil hat gewonnen. Die Aufzeichnungen fort. Meine Tochter. Meine Shadia. Er hat uns wirklich alles genommen. Er wird dafür büßen. Und alle, die ihm dienen. Nichts davon bringt Neshadia zurück. Nein. Aber vielleicht findest du Trost in der Rache. Wie ich auch. Ich hoffe es. Ich werde alles tun, um dir zu helfen, Bruder. Konnte Chenut dir schon was erzählen? Nur, dass noch andere Männer bei den Soldaten waren. Große, imposante Krieger. Einer war rothaarig. Banditen? Soldaten? Ich glaube, es waren Gladiatoren aus der Arena in Krokodilopolis. Anscheinend setzt dieses Monster sie für seine Drecksarbeit ein. Ich finde dieses Monster, mein Freund. Er wird sterben. Schauen wir mal. Arme kleine Shadia. Oh, erreiche die Arena Stufe 28. Ey, 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 ey. Das ist noch ein bisschen zu hoch. Das ist alles noch ein bisschen zu hoch. Das ist leider die Hauptquest. Ich kann hier leider nicht weitermachen. Okay, dann muss ich ein bisschen leveln, würde ich sagen. Gut, Leute, dann machen wir aber auch schon einen Cut an der Stelle, oder? Na komm, lass uns die hier noch schnell machen. 229 Meter, dann können wir, machen wir die Nebenquests noch. Dann gibt es auch wieder 3000 EP, so müssten wir eigentlich dann schon Stufe 25 sein. Und es passt eigentlich eh, dass ich jetzt noch nicht die Quest weitermachen kann, weil ich wollte eigentlich eh noch ein bisschen farmen und so weiter. Und auch mal ein bisschen Nebenquests noch machen. Gladiatorenkämpfe, ich glaube, brennende Leichen. Bestimmt heftig werden. Das ist Blasphemie. Wer war das? Bitte? Hey, warum verbrennst du die Toten? Fürchtest du die Götter nicht? Ihre Seelen werden doch verflucht.
Es tut mir wirklich leid, aber ich habe keine andere Wahl. Die Götter selbst haben uns die Pestilenz geschickt. Die Toten müssen verbrannt werden, um uns zu schützen. Welche Pestilenz? Gibt es eine Seuche? Ehrlich, ich weiß es nicht. Ältere werden plötzlich krank. Kinder halten sich den Bauch vor Schmerzen und sterben, während ihre Eltern hilflos zusehen. Es ist fürchterlich. Das wäre selbst für den zornigsten Gott zu grausam. Niemand kümmert sich um uns. Wir freuen uns über jede Hilfe. Im Fayum sind die Armen keinen Pfifferling wert. Okay. Eine Untersuchungsmission, machen wir die doch gleich. Meine Kinder, ich weiß, ihr seid hungrig. Wendet euch an Sobek und er wird euch ernähren. Ein weiterer toter Bauer, dessen Familie nun das Land verliert. Früher waren sie in der Armküche auf dem Markt. Aber die Soldaten haben sie vertrieben. Die Händler sagten, sie wären schlecht fürs Geschäft. Die Schüsseln sind eklig. Das ist nicht mal gut genug. Sobek hat einen Weg gefunden. Das Essen ist einfach, aber es sättigt. Erzähl mir was über dein Essen. Wo kommt es her? Ein Händler stellt es für die Armen bereit. Es ist nicht viel, aber wenigstens etwas. Wir sind dankbar. Du kannst es gern probieren. Bei den Göttern nein. Ich weiß nicht, wie du das runterkriegst. Ich will mit dem Händler reden. Wo finde ich ihn? Sein Haus liegt südlich des Marktes. Ich führe dich hin. Dann lass uns den Händler aufsuchen. Ich folge dir. Gib Gas. Für deine Hilfe belohnen. Es gibt viele florierende Höfe hier. Es scheint doch alles gut zu laufen. Warum gibt es so viel Arme? Ah ja, griechische Höfe. Sie zahlen niedrige Steuern, deshalb florieren sie. Und die ägyptischen Bauern werden nach und nach von ihrem Land verdrängt. Was geschieht mit dem Land, wenn die Bauern gehen? Wenn der Besitzer stirbt, ist das Land nach dem Gesetz frei. Ist es gutes Land, holen es sich die Griechen. Schlechtes Land holt sich die Wüste. Egal wie, die Ägypter müssen hungern. Viele enden in den Armen. Ja, ihr habt die Statuen ja schon gesehen. Und es waren halt auch griechische Statuen überall hier, in dem Gebiet. Den konnte ich mir sowas schon denken. Jetzt gehen wir da in die Richtung, wo wir vorher mit der Shadia waren. Die rennt aber auch komisch. So einen Stock zwischen die Füße hätte. Das ist das Haus des Händlers, der uns zu essen gibt. Selbst die Katzen hier sind besser ernährt als die Armen. Dem Besitzer mangelt es offenbar an nichts. Anscheinend sind nicht alle Ägypter gleich. Manche sind einfach gleicher als andere. Okay. Hier kann man anscheinend nicht rein, wenn man hier. Ah, okay. Das ist widerlich! Kein Wunder, dass Leute krank werden. Wer tut denn sowas? Höchste Zeit, diesen Giftmischer zur Rede zu stellen. Lass ihn seinen eigenen Fraß kosten. Kann ich dir helfen? Das ist mein Haus. Was willst du? Du könntest mir erklären, warum du die Armen vergiftest. Ich schätze, damit du ihr Land bekommst. Viel leichter, wenn sie tot sind. Du meinst sicher die Misere im Armenviertel. Was du auch gehört hast, ich versichere dir, es ist ein Missverständnis. Ich tue, was ich kann, um zu helfen. Ich habe deine Küche gesehen, Händler. Ich weiß, was du machst. Und ich werde dich zur Rechenschaft ziehen. Oh, ich verstehe. Nun, das ändert die Sache. Du bist unerlaubt eingedrungen und ich habe das Recht, mich zu verteidigen. Männer! Wenn du vernünftig wärst, müsste das alles nicht sein. Wir können uns doch einigen. Ich will nicht dafür sterben! Haltet ihn auf! Wo sind die Männer? Das waren nur dreckige Bettler! Was liegt hier denn an ihnen?
Missgeburt. Nicht mit mir. Der Todes vergiftete die Arme, um ihr Land zu bekommen. Die einzige Seuche hier war seine Geldgier. Das Fayum wird ihn nicht vermissen. Die Toten finden Ruhe. Keine Verbrennungen mehr. Ich lege jetzt auf seinen Kochtopf. Oh, hier. Kannst du den Fraß selber fressen. So, hast du noch was zu sagen? Nee. Okay, dann wäre die Quest, glaube ich, abgeschlossen. Ja, ging ja recht zügig. Mal schauen, ob wir hier ein bisschen was snacken können. Obwohl das alles ekelhaft ist wahrscheinlich. Aber ein bisschen Kohle ist nicht schlecht. So, was gibt es jetzt noch? Blut im Wasser, das ist ziemlich weit weg. Hier wir noch zwei Quests. Gut, Leute, ich mache mich mal auf den Weg dorthin. Und mache jetzt aber auch hier einen Cut an der Stelle. Würde mich freuen, wenn du wieder einschaltest in der nächsten Folge. Wir machen auf jeden Fall jetzt in den nächsten Jahr 2, 3, 4 Folgen oder so. Ich muss schauen, wenn wir auf jeden Fall Nebenquests machen, dass wir auch unser gewünschtes Level erreichen, damit wir die Hauptstory weiterspielen können. So, gut. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Andi.